بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, wir machen heute weiter inshallah ta'ala nach einer Woche Pause. War ich letzte Woche da gewesen? Nee. Ah, Heider war da, genau richtig. Lass mal was dazwischen kommen. Nach einer Woche Pause machen wir weiter, insha'Allah ta'ala, mit unserer Tafsir-Reihe. Und zwar heute, insha'Allah ta'ala, mit dem zweiten Teil von Surat Nuh. Nochmal für diejenigen, die jetzt ein bisschen durcheinander kommen. Wir hatten versehentlich das vertauscht gehabt. Das heißt, wir hatten vor drei Wochen oder vier Wochen hatten wir den ersten Teil von Surat Nuh gemacht, obwohl wir den dritten Teil von Surat Al-Jin noch nicht fertig hatten. Und dann haben wir dann Surat Al-Jin die Woche darauf abgeschlossen. Und heute, insha'Allah ta'ala, kommt der zweite Teil von Surat Nuh, insha'Allah ta'ala. Und auch Surat Nuh werden wir in drei Teile aufteilen. Wir hatten bereits einen Teil, heute kommt der zweite Teil. Und nächste Woche, insha'Allah, kommt dann der dritte Teil von Surat Nuh. Surat Nuh, vielleicht nochmal kurz, damit wir das, insha'Allah ta'ala, uns auch ins Gedächtnis rufen. Weil wir haben ja jetzt mehrere Wochen oder zwei Wochen ausgesetzt, was Surat Nuh betrifft, damit wir nochmal wissen, insha'Allah ta'ala, worum es geht. Surat Nuh ist eine mekkanische Sura. Surat Nuh ist eine mekkanische Sura. Eine Sura, welche Allah subhanahu wa ta'ala in Mekka offenbart hat, um unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam aufzuzeigen, dass er nicht verzweifeln braucht. Und wir hatten ja bereits mehrfach erwähnt gehabt, dass die Suren in Juz Tabarak allesamt mit der Da'wah zusammenhängen. Allesamt mit der Da'wah zusammenhängen. Surat Nuh zeigt uns auf, dass ein Prophet 950 Jahre lang Da'wah gemacht hat und nicht müde geworden ist. Und dementsprechend unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam Geduld braucht auf seinem Weg. Und hier ein lebendiges Beispiel hat. Weil wenn ich Beispiele habe von Menschen, die Ähnliches durchgemacht haben wie ich, dann wird mir das leichter fallen. Wie man so schön auf Deutsch sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und dann in Surat Al-Jin zeigt Allah ta'ala unserem Propheten auf, sallallahu alaihi wa sallam, dass seine Mühen nicht einfach so verloren gehen. Selbst wenn die Quraysh nicht glauben sollten. Und dass er mit seiner Verkündung der Botschaft in jedem Fall Geschöpfe erreichen wird. Selbst wenn es keine Menschen sein sollten, sondern Jinn. In Surat Al-Muzammil zeigt Allah Ta'ala unserem Propheten auf, sallallahu alaihi wa sallam, was er an Proviant benötigt auf diesem Weg. Zad, Proviant, dass er sich nämlich in der Nacht stärken soll, dass er sich in der Nacht mit Proviant stärken soll, und zwar seelischen Proviant, nicht materiellen Proviant, um dann auch standhaft bleiben zu können auf diesem Weg. Weil die Worte, die er empfängt, schwere Worte sind. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, wir werden schwere Worte auf dich herabsenden. Und dann in Surat Al-Muddathir wird unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in wenigen Worten, in den ersten sieben Ayat, noch einmal aufgezeigt, was er auf diesem Weg berücksichtigen muss und auf was er Acht geben muss. Kurze und knappe Botschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu Beginn des Weges aufgezeigt hat. Und wir befinden uns jetzt in Surat Nuh. Und wir hatten über die ersten Ayat von Surat Nuh gesprochen gehabt, die wir uns kurz noch mal anschauen werden, ohne jetzt ins Detail zu gehen, damit wir wieder wissen, wo wir sind. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala gleich in der ersten Ayat: Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Wir sandten ja Nuh zu seinem Volk, warne dein Volk, bevor schmerzhafte Strafe über sie kommt. Die Sure beginnt direkt
mit dem Thema. Geht direkt auf diesen edlen Propheten ein. Und zeigt jetzt, dass dieser Prophet, der eine ganz klare Aufgabe bekommen hat, diese Aufgabe auch eins zu eins umgesetzt hat. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Was war seine Aufgabe? أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ, warnte dein Volk. Und was macht er? Er setzt das eins zu eins um. Er sagte, oh mein Volk, ich bin euch hier ein deutlicher Warner. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ. Dient Allah und fürchtet ihn und gehorcht mir. Und wir haben über diese drei Gebote ausführlich gesprochen gehabt, wie wichtig sie sind. Und also ich werde wahrscheinlich morgen, insha'Allah ta'ala, einen Vortrag machen. Wahrscheinlich werde ich morgen in der Finostraße, wo ich meinen Unterricht habe, einige von euch, glaube ich, nehmen auch daran teil. Und zwar werde ich wahrscheinlich morgen, insha'Allah, ich bin noch am Vorbereiten, über die Qur'aniyun sprechen, die Sunna komplett verleugnen, weil ich heute auf Facebook so einen Beitrag gelesen, habe ich auch darauf geantwortet. Und es ist unglaublich, was da für Unwissen verbreitet wird, was da für teilweise auch Kufr verbreitet wird. Also das führt eindeutig zum Kufr. Ja, ein Beitrag, wo irgendjemand da gepostet hat, ja, es sei keine Sunna, mit der rechten Hand zu essen, weil das nicht im Koran stünde. Ja, und dann immer wieder solche Beiträge, ja, um zu sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte nicht das Recht, irgendetwas einzuführen. Und die Leute, die glauben so etwas, das Problem ist, die Leute haben keine Ahnung. Sie wissen nicht Bescheid. Sie lesen sich da etwas durch, denken, oh, hört sich interessant an, höre ich zum ersten Mal, und haben kein Wissen. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch auf solche, also wirklich, als solch einen Irrglauben, das muss man wirklich als Irrglauben bezeichnen, der zum Kufr führt, eindeutig zum Kufr führt, dass man darauf wirklich auch antwortet, damit die Leute auch Antworten haben. Und sollte ich noch die Zeit finden, das ausreichend vorzubereiten, würde ich das dann morgen, inshallah ta'ala, in der Finestraße machen, aber da gebe ich nochmal Bescheid, inshallah, per Werbung, bi'iznillahi azza wa jalla. Das heißt, und gehorcht mir, also gehorcht dem Propheten. Und dann, يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ. Und was ist dann das, was du bekommst? Und jetzt beginnt Nuh alayhi salam, ihnen erst einmal aufzuzeigen, was sie dafür bekommen werden. Und zwar sowohl im Jenseits als auch in der Dunya. So wird er euch etwas von euren Sünden vergeben. Und dann, وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Und euch auf eine festgesetzte Frist zurückstellen. Also ich bekomme sowohl etwas im Akhira, im Jenseits, meine Sünden werden mir vergeben, als auch in der Dunya. Ich kann in dieser Dunya bis zum Ende meiner Frist leben. Und dann sagt Allah Ta'ala, إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرْ. Gewiss, Allahs Frist, wenn sie kommt, kann nicht zurückgestellt werden. لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, wenn ihr nur wüsstet. Und jetzt spricht Nuh alayhi salam, das hatten wir schon besprochen gehabt, deswegen mache ich das ganz schnell, insha'Allah ta'ala. قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا. Er spricht jetzt darüber, was er alles getan hat. Und wie er mit ihnen Da'wah gemacht hat. Und dass er alles versucht hat, um sein Volk für die Botschaft Allahs zu gewinnen. Er sagte, mein Herr, ich habe mein Volk bei Tag und bei Nacht aufgerufen. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِ إِلَّا فِرَارًا. Aber mein Rufen hat sie nur in ihrer Flucht bestärkt. Also anstatt, dass sie mir näher kommen, wenden sie sich noch mehr von mir ab. Also genau das Gegenteil tritt ein. Und manchmal ist das so, subhanallah, im Leben eines Da'ir. Er macht Da'wah. Er versucht, die Menschen zu erreichen, aber die Menschen wenden sich noch weiter von ihm ab. Bedeutet das, dass deswegen seine Botschaft nicht der Wahrheit entspricht oder dass er Fehler macht bei der Verkündung der Botschaft? Nein, das muss nicht das bedeuten. Es kann auch sein, dass du als Einziger die Wahrheit vertrittst. Ja, das kann wirklich sein. Und das ist eine Sache, die wir lernen müssen, gerade in unserer heutigen Zeit auf Social Media. Und auf Social Media wird genau mit solchen Dingen gespielt. Die Menschen versuchen, oder bestimmte Gruppen versuchen, in den sozialen Netzwerken, im Internet, den Anschein zu geben, als wären sie die Mehrheit. Als wären sie das Volk. Und sie organisieren sich.
kommentieren bestimmte Beiträge. Sodass eine Person, die nicht weiß, dass hier sich Menschen organisiert haben, das Gefühl bekommt, die meisten Menschen denken wirklich so, stehe ich allein mit meiner Meinung? Sind wirklich alle Menschen in Deutschland rechtsradikal? Wenn man sich bestimmte Beiträge unter Artikeln, Online-Zeitschriften, ja, oder unter irgendwelchen Beiträgen auf Facebook oder auf Instagram anschaut, bekommt man wirklich das Gefühl, alle Menschen in Deutschland sind rechtsradikal. Dieses Gefühl hat man aber nicht im Alltag. Im Alltag hat man das Gefühl, es gibt viele Menschen, die haben überhaupt kein Problem mit mir als Muslim oder als, weiß ich nicht, Mensch, der nicht typisch deutsch aussieht. Aber wenn ich online gehe, habe ich das Gefühl, alle Menschen denken so. Und damit spielt man auch. Damit spielt man auch. Aber nur weil ich das Gefühl habe, allein da zu stehen mit meiner Meinung, bedeutet das automatisch, dass meine Meinung falsch ist? Nur weil ich kritisiert werde für meine Meinung, heißt das, dass deswegen meine Meinung falsch ist? Nur weil ich zu bestimmten Prinzipien stehe, ganz offen, und sage, dass das das Richtige ist, dass das moralisch ist und das andere ist unmoralisch, heißt es deswegen, dass nur weil wenige meine Meinung teilen, diese Meinung deswegen falsch ist? Was ist unser Maßstab für richtig und falsch? Ist unser Maßstab für richtig und falsch, wie viele Menschen das gut finden oder schlecht finden? Oder ist unser Maßstab für richtig und falsch, für uns als Muslime zumindest, Allah und sein Gesandter und was sie gesagt haben? Es gab Zeiten in der Geschichte, wo die Menschen wirklich komplett alleine standen. Wir haben die Geschichte von Lut alaihi salam. Das ist ja nicht die Reihe, nein. Aber wir werden wahrscheinlich in anderen Suren dann noch später darauf zu sprechen kommen. Von Lut alaihi salam, der zu zwei Städten gesandt wurde, Sodom und Gomorra. Und er stand allein da mit seiner Familie. Ja, selbst seine Ehefrau war gegen ihn gewesen. Bedeutet es jetzt, dass er deswegen auf dem falschen Pfad gewesen ist, weil die Menschen in diesen beiden Städten komplett anders gedacht haben? Nein, ganz im Gegenteil. Ibrahim alayhi salam. Allah sagt über ihn, inna Ibrahima kana umma. Ibrahim allein ist eine Gemeinschaft gewesen. Die Menschen um ihn herum haben Schirk begangen, andere Gottheiten angebetet. Und dann kam Ibrahim alayhi salam, eine einzige Person, und hat dann die Botschaft des Tauhid verbreitet. Nur weil er eine Person war und wenige Menschen um sich herum scharte, heißt es, dass er deswegen auf dem falschen Pfad gewesen ist? Weil wir sagen, der Maßstab für uns ist, wie viele Menschen das für richtig oder falsch halten? Nein. Der Maßstab ist immer, was sagt Allah dazu? Und was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam dazu? Und deswegen sagt Allah ta'ala ganz klar, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ. Und weder einem Mu'min, also einem gläubigen Mann, noch einer gläubigen Frau steht es zu, dass wenn Allah und sein Gesandter über eine Sache entschieden haben, dass sie dann die Wahl haben, ob sie sich dafür oder dagegen entscheiden. Wenn ich wirklich ein Mu'min bin, dann ist für mich das richtig, was Allah ta'ala für richtig hält und für richtig bezeichnet hat. Und das falsch, was Allah ta'ala für falsch bezeichnet hat. Weil sonst bin ich kein Mu'min. Sonst habe ich den Iman nicht verstanden. Sonst habe ich nicht verstanden, was bedeutet es eigentlich, Muslim zu sein. Könnten wir viel darüber reden, aber wir machen weiter, inshallah ta'ala. Das heißt, er macht jetzt Da'wah, aber die Leute, sie wenden sich noch mehr ab. فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَاءِ إِلَّا فِرَارًا. Aber mein Rufen hat sie nur in ihrer Flucht bestärkt. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Gewiss, jedes Mal, wenn ich sie aufrief, damit du ihnen vergibst. Also er hat Da'wah im Guten gemacht. Er hat ihnen aufgezeigt, guck mal, ja, ich rufe euch doch nur zu etwas Gutem auf, damit Allah Ta'ala euch eure Sünden vergibt. Ich rufe euch nicht zu etwas Schlechtem auf. Steckten sie ihre Finger in die Ohren, überdeckten sich mit ihren Gewändern, verharrten im Irrtum und verhielten sich sehr hochmütig. Also sie wollten dem überhaupt nicht zuhören. Sie wollten damit nichts zu tun haben. Sie haben sich abgelehnt.
abgewandt, komplett abgewandt von der Da'wah. Das kann auch manchmal sein. Manchmal hat man das Gefühl, subhanallah, ja, diejenigen, die lautstark rufen und die Unsinn erzählen, die werden viel mehr gehört als diejenigen, die die Botschaft auf vernünftige Weise übermitteln. Diejenigen, die viel rumschreien und sich lustig machen über andere Muslime oder sie zu Kuffar erklären, die haben Tausende von Klicks. Und diejenigen, welche die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala in vernünftiger Weise, in guter Weise, mit Hikma, mit Weisheit übermitteln, sie werden irgendwie nicht richtig gehört. Und Allah ta'ala, er erwähnt jetzt hier einen ganz wichtigen Grund, warum Menschen die Wahrheit ablehnen. Und zwar sagt Allah ta'ala, und verhielten sich sehr hochmütig. Der Hochmut ist einer der Hauptgründe, warum Menschen von der Botschaft Allahs ablassen. Sie wollen nicht, sie haben Angst, ihre gesellschaftliche Stellung zu verlieren. So war es auch zur Zeit des Propheten gewesen, sallallahu alaihi wasallam. Viele der Quraysh, sie wussten im tiefsten Inneren, das ist die Wahrheit, aber sie haben sie trotzdem nicht akzeptiert, weil sie Angst hatten, ihre gesellschaftliche Stellung zu verlieren. Obwohl das eigentlich nie der Fall gewesen war. Weil subhanallah, diejenigen, die vor dem Islam eine gesellschaftliche Stellung hatten, hatten auch nach dem Islam eine gesellschaftliche Stellung gehabt. Das ist dann vom Shaitan. Aber sie denken, sie würden es verlieren. Und hier kommt dann der Shaitan und er hält dich von der Wahrheit ab, obwohl du weißt, es ist die Wahrheit. Du weißt, es ist der richtige Weg und dann kommt der Shaitan und flüstert dir etwas ein. Und Hochmut ist einer der Gründe. Es gibt natürlich auch viele andere Gründe. Und Allah Ta'ala, er erwähnt auch immer wieder Hochmut in Bezug auf die Ablehnung der Da'wah. In Bezug auf die Mushrikun und auch die Leute der Schrift. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagt Allah Ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Er spricht hier über eine Gruppe von Christen, welche die Wahrheit angenommen hat und akzeptiert hat. Im Unterschied zu anderen Gruppen, und ganz explizit erwähnt Allah Ta'ala hier eine Gruppe von Mushrikun, Götzendienern in Surat al-Ma'idah, und eine Gruppe von Juden. Nicht alle, sondern eine ganz konkrete Gruppe. Und dann erklärt Allah Ta'ala, warum sie als Christen die Wahrheit angenommen haben und akzeptiert haben, während die anderen sie nicht angenommen haben. Und er sagt, ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ. Der Grund ist, es gibt unter ihnen Priester. وَرُهْبَانَ und Mönche. Und jetzt ganz wichtig, وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ und sie sind nicht hochmütig. Der Hochmut hält viele Menschen davon ab, die Wahrheit zu befolgen. Die Arroganz. Das gilt im Übrigen auch für mich als Muslim. Es geht ja auch gar nicht immer nur darum, zwischen Islam und Kufr. Sondern es kann auch sein, dass ich grundsätzlich nicht bereit bin, die Wahrheit zu befolgen, aus Hochmut, weil ich glaube, derjenige, der mich auf die Wahrheit hingewiesen hat, der steht unter mir. Der hat nicht das Recht, mir eine Nasiha zu geben, mir einen Ratschlag zu geben. Wer ist er, dass er mir sagt, Bruder, du hast hier einen Fehler gemacht. Ich bin doch der Prediger, ich bin doch der so und so. Ich praktiziere den Islam doch schon so lange und er hat gerade mal erst angefangen. Guck mal, er ist viel jünger als ich und ich bin viel älter. Wer ist er, dass er mir einen Ratschlag in der Religion gibt? Aber es gibt niemanden, der über einem Ratschlag steht. Und deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Ad-Din an-Nasiha. Die Religion ist der gute, aufrichtige Ratschlag. Die Religion ist der gute, aufrichtige Ratschlag. Und dann wurde der Prophet gefragt sallallahu alaihi wa sallam, قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ, wem gegenüber? Und er sagte, قَالَ بِاللَّهِ ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. Also gegenüber Allah. Also ich ermahne die Leute in Bezug auf Allah. In Bezug auf den Koran, in Bezug auf den Gesandten. Und jetzt? An wen ist das gerichtet? An die Führer der Muslime und die Allgemeinheit der Muslime. Jeder sollte einen Nasiha annehmen und akzeptieren. Es kommen einige und sagen, ja, aber manche Leute sind sehr merkwürdig in ihrer Nasiha oder sehr hart. Selbst dann, wenn es richtig sein sollte, solltest du es akzeptieren. Weil am Ende profitierst du davon. Weil es gibt niemanden, der besser ist, als derjenige, der dich auf deine Fehler hinweist. Weil was wollen wir alle? Am Ende wollen wir uns doch alle verbessern, oder? Am Ende wollen wir doch
uns alle entwickeln in unserer Religion, in unserem Charakter. Und deswegen, wenn jemand kommt und mir eine Nasiha gibt, Alhamdulillah, dann danke ich ihm dafür. Und deswegen wird auch überliefert von den Gelehrten, dass sie gesagt haben, möge Allah sich eines Menschen erbarmen, der mich auf meine Fehler hinweist. Ich brauche keinen Freund, der mich in meinen Fehlern bestätigt. Der war ja gut, was du gemacht hast. Das ist der schlechteste Freund überhaupt. Der beste Freund ist derjenige, der dich auf das Gute hinweist und dich versucht, vom Schlechten wegzubringen. Aber wenn du einen Freund hast, der immer sagt, ja, ist gut, was du gemacht hast, ja, dann ist das kein richtiger Freund. Ja, wenn du eine Freundin hast, ja, die immer nur bestätigt, ja, ist gut, ja, sei, weiß ich nicht, du hast immer Recht und dein Mann hat immer Unrecht. Ja? Das ist die schlechteste Beraterin. Die schlechteste Beraterin, umgekehrt genauso. Ja, umgekehrt genauso, das ist die schlechteste Beraterin. Anstatt zu überlegen, okay, wie kann ich das Problem lösen? Ja? Wie kann ich meiner Freundin einen Ratschlag geben, damit ihre Ehe besser wird? Nein, nochmal schön auf Öl ins Feuer gießen. Ja? Sie fühlt sich bestätigt, aber am Ende ist die Ehe kaputt. Sie fühlt sich bestätigt, aber am Ende ist die Ehe kaputt. Und umgekehrt genauso, auch bei Männern, genau dasselbe. Kein Unterschied. Ich brauche jemanden, der mir einen aufrichtigen Ratschlag gibt, der mir auch mal sagt, guck mal, ich glaube, du hast hier einen Fehler gemacht. Ich bin nicht fehlerfrei. Also wir sehen, dieses Istikbara, das gilt nicht nur für jemanden, der, sage ich mal, vom Kufr, ja, zum Islam kommt oder den Islam ablehnt und vorher nicht Muslim ist, sondern das gilt auch für einen Muslim. Einen Muslim, der nicht bereit ist, einen Ratschlag anzunehmen. Und Allah Ta'ala, er spricht darüber, über die Heuchler, über die Munafiqun in Surah Al-Baqarah. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Und wenn zu ihm gesagt wird, fürchte Allah, was ist dann? Dann nimmt ihn der Stolz und führt ihn zur Sünde. Wer bist du, dass du mir sagst, Taqillah? Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Ah, nein. Sondern wenn jemand sagt, Taqillah, dann sag Allah auch her. Und versuch darüber nachzudenken. Und gib ihm vielleicht auch eine Nasiha, dass er es vielleicht nächstes Mal besser sagt. Und jetzt, nachdem Nuh alayhi salam das alles berichtet hat, geht er weiter und erzählt, ich weiß gar nicht mehr, ob wir diese Ayat schon hatten, weil das ist schon wieder 3 Wochen her, ich hätte mir das Video noch anschauen müssen. Ist das eigentlich schon oben, das Video? Ist doch gar nicht oben, okay. Hätte ich mir gar nicht angucken können, das Video. Ja, weil ich auf Facebook hätte ich mir angucken können, genau, richtig, ja. Und zwar ist ja auch nicht so schlimm, inshallah. Das sind jetzt auch Verse, die wir nochmal durchaus jetzt auch behandeln können. Ja. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. Hierauf richtete ich an sie den Ruf, dann öffentlich. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. Hierauf sprach ich zu ihnen offen und ganz im Geheimen. Also mit anderen Worten, Nuh alayhi salam, er hat alles probiert, was man probieren kann. Er hat nichts ausgelassen. Jede Methode hat er ausprobiert. Das ist auch wichtig für uns in der Da'wah. Nicht nur auf eine Methode konzentrieren, sondern versucht, verschiedene Methoden anzuwenden. Und deswegen, ich bin auch froh, dass wir auch unterschiedliche Bewegungen haben, islamische Bewegungen, die auch unterschiedliche Formen der Da'wah benutzen. Wir haben beispielsweise unsere Geschwister der Tabligh und Da'wah. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist so eine Gruppe, die ursprünglich aus Indien, Bangladesch, aus dieser Region kommt. Ja? Und sehr aktive Brüder, das ist auch eine sehr große Bewegung, weltweit vertreten. Und diese Brüder, ja, sie machen Da'wah mit den ganz einfachen Leuten. Einfach auf der Straße. Klopfen an Türen. Und machen Da'wah in der Regel nur mit Muslimen. Und sie scheuen sich nicht, einen Muslim mit einer Bierflasche in der Hand anzusprechen. Ich habe selbst erlebt, ich war selbst mit ihnen mehrere Wochen unterwegs gewesen. Einfach ein Muslim, der betrunken ist. Komm, wir haben einen Bayern in der Moschee, willst du nicht anhören? Er ist betrunken mit einer Bierflasche, kein Problem. Sie machen sich nicht über ihn lustig oder sagen, was bist du für ein Muslim? Nein, komm einfach mit. Lass ihn dann den Rausch ausschlafen in der Moschee, ja, und lassen ihn dann zeigen, wie man Russel macht, wie man Wudu macht, diese ganzen Grundlagen, die einfache Muslime nicht kennen, subhanallah. Ja, und viele von ihnen haben Hidayah gefunden. Alhamdulillah. Ja, das ist eine Dauer, die wir vielleicht nicht machen können. Gleichzeitig aber brauchen wir auch Dauer in der Moschee, solche Sachen, wie wir sie machen, wo Muslime sich weiterbilden. Wir brauchen Dauer online. Also es gibt sehr verschiedene Methoden der Dauer. Es gibt nicht die eine Methode. Und Nuh alayhi salam, er hat wirklich versucht, alles umzusetzen, was in seiner Macht lag. Und hier gibt es jetzt, subhanallah, diesen schönen Hadith unseres Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Ich weiß nicht, ob wir ihn letztes Mal schon erwähnt hatten oder nicht.
Und zwar, Nuh alayhi salam, er erzählt ja im Grunde genommen Allah Ta'ala, was er alles gemacht hat. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, als würde Allah ihm am jüngsten Tag danach befragen, wie hast du eigentlich dein Volk eingeladen? Bist du deiner Verantwortung als Gesandter Gottes nachgekommen oder nicht? Und ja, auch Propheten werden befragt. Und es gibt diesen authentischen Hadith, in dem unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Allah Ta'ala am jüngsten Tag das Volk von Nuh befragen wird. Ist zu euch ein Gesandter gekommen oder nicht? Allah gibt jedem Menschen eine Chance. Am jüngsten Tag wird jeder gerecht behandelt. Jeder hat Möglichkeit, am jüngsten Tag sich zu rechtfertigen, wie vor einem wirklichen Gericht. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, Zeugen zu bringen. Wir werden das gleich sehen, inshallah, diesen Hadith. Und zwar sagt Allah Ta'ala zu Nuh alayhi salam, zu dem Volk von Nuh alayhi salam, ist zu euch ein Gesandter gekommen. Und sie verleugnen. Genauso wie hier in der Dunya. Jemand, der ist angeklagt und verleugnet. Er ist zwar schuldig, aber er hat das begangen, aber er verleugnet das. Woraufhin Allah Ta'ala Nuh alayhi salam fragt, hast du nicht die Botschaft Allahs verkündet, meine Botschaft? Ja, doch. Und jetzt genauso wie in einem weltlichen Gericht. Hast du Zeugen für das, was du gesagt hast? Gibt es Zeugen? Und dann sagt Nuh alayhi salam, ja, es gibt Zeugen. Und wisst ihr, wer die Zeugen sind? Wir. Wir, genau. Und dann meint Nuh alayhi salam, es ist Muhammad und seine Umma. Sallallahu alayhi wa sallam. Ja, wir werden am jüngsten Tag bezeugen. Wir werden am jüngsten Tag bezeugen, dass Allah Ta'ala, ja, Nuh geschickt hat und Nuh alayhi salam seine Botschaft verkündet hat. Subhanallah. Und das sind dann die Worte Allah Subhanahu wa Ta'ala, ja, in welcher Sura ist das nochmal? وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Und somit haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Bitte gemacht, damit ihr Zeugen über die Menschen seid und der Gesandte Zeuge über euch ist. Wir haben jetzt alle die Geschichte von Nuh alayhi salam gehört. Am jüngsten Tag können wir bezeugen, ja. Du hast es offenbart, ja Allah. Wir können bezeugen, dass Nuh alayhi salam wirklich dein Volk gewarnt hat. Und wie gesagt, jetzt, nachdem Nuh alayhi salam all diese Versuche unternommen hat, aber sie nicht gefruchtet haben, hat er es auf andere Weise versucht. Und zwar hat er jetzt versucht, ihnen den Iman schmackhaft zu machen. Und zwar wie? Indem er ihnen nicht aufgezeigt hat, dass der Iman zu einem klaren Vorteil auch in der Dunya führt. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. In der Da'wah ein sehr wichtiger Aspekt, der teilweise auch zu kurz kommt. Und zwar viele Menschen denken, sobald sie anfangen zu praktizieren, müssen sie die Dunya hinter sich lassen. So, als wäre die Religion ein Feind des diesseitigen Lebens und ein Widerspruch zu den Genüssen des diesseitigen Lebens. Ist das aber wirklich so? Nein, ganz im Gegenteil. Wenn ich den Islam richtig praktiziere, und ich spreche hier von richtig, wenn ich ein richtiges Verständnis meiner Religion habe, dann wird der Islam mich zum Paradies in der Dunya führen, bevor ich das Paradies im Akhirah betreten werde. Und deswegen sagen auch die Gelehrten, wer nicht das Paradies der Dunya betritt, wird auch nicht das Paradies des Akhirah betreten. Der Iman, er führt schon zu einem Paradies in dieser Dunya. Und das müssen wir verstehen. Der Iman und der Islam verbieten dir nicht, Spaß zu haben in der Dunya. Sie verbieten dir nicht, die Dunya zu genießen. Ganz im Gegenteil. All die Genüsse der Dunya, wenn du sie in dem Rahmen praktizierst und genießt, den Allah Ta'ala dafür vorgesehen hat, werden sogar zu einer Ibadah, wofür du Hasanat bekommst. Stellt euch das mal vor. Ich genieße etwas und ich kriege dafür Hasanat.
Erzähle ich das jetzt einfach von mir aus? Nein. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns aufgezeigt. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über die verschiedenen Formen von Sadaqa gesprochen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَ. Und im Beischlaf mit eurer Ehefrau bekommt ihr eine sozusagen Sadaqa. Es ist eine Sadaqa. Also es ist eine gute Tat, die ihr tut. Und dann haben sich die Sahabe gewundert und haben gesagt, ja, Rasulallah, أَيَأْتِ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرِ. O Gesandte Allahs, jemand stillt seine Begierde und soll dann auch noch Belohnung dafür bekommen? Was ist das denn? Ja, was ist das? Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, أَلَيْسَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرِ. Es ist nicht so, wenn er es im Haram macht, also außerhalb der Ehe, lädt er dann nicht eine Sünde auf sich und eine Last? Sagten ja. فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرِ. Und genauso, wenn er es im Halal macht, kriegt er dafür was? Eine Belohnung. Allahu Akbar. So muss man sich vorstellen, was für eine schöne Religion wir haben. Und das ist im Übrigen alles andere als selbstverständlich. Es gibt viele Religionen, welche, gerade auch beispielsweise das Christentum, welche diese Sache als etwas Schmutziges ansehen. Als etwas, was einfach nur Mittel zum Zweck ist, also um Kinder zu bekommen, nicht mehr und nicht weniger. Insbesondere im Katholizismus hat man das noch sehr, sehr stark verbreitet. Also sozusagen in der katholischen Kirche ist das noch sehr stark vorherrschend. Und gerade auch im Mittelalter war das noch sehr stark vorherrschend. Und daran erkennen wir, subhanallah, die Religion ist nie gegen Genuss der Dunya gewesen. Ganz im Gegenteil. Genieße alles, aber im Halal. هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا. Er ist es, der euch alles, was auf dieser Erde ist, zu Diensten gemacht hat. Nutzt es also und genießt es. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Sprich, wer ist es, wer wagt es, die زينة الله, den Schmuck Allahs und die guten Dinge, welche Allah für seine Diener aus der Erde hervorgebracht hat, zu verbieten. Wer wagt es, so etwas zu tun? Das ist eine große Sünde. Also, Religion bedeutet nie, dass ich auf die Dunya verzichten muss. Sondern ganz im Gegenteil. Religion führt dazu, dass ich diese Dunya in einem Rahmen genieße, der mich erfüllen wird. Der für mich besser ist. Wenn ich, nur ein Beispiel, weil ich finde diesen Punkt so wichtig. Wir gehen gleich auf die Ayat diesbezüglich ein. Aber dieser Punkt ist so wichtig, weil viele ihn nicht verstehen. Weil viele verbinden Religion immer mit Verboten. Und man muss auch sagen, dass leider einige muslimische Prediger daran schuld sind. Weil sie fast in jedem Vortrag immer nur sagen, Haram, Haram, Haram. Und das ist ein großes Problem. Sodass der Anschein erweckt wird, es sei alles Haram. Und Religion bedeutet immer, dass alles Haram ist, dass ich auf Dinge verzichten muss. Vielleicht meinen Sie das nicht so, das ist eine andere Sache, aber es gibt den Anschein und ich glaube, ihr könnt mir das bestätigen. Und auf jeden Fall, jetzt habe ich den Faden von und ich wollte irgendwas sagen. Was hatte ich gerade gesagt? Ich wollte irgendwas sagen. Ich wollte über einen Aspekt reden. Was? No, wie bitte? Ja, also irgendwas wollte ich gerade sagen. Ich habe mir das gerade ein. Ich habe den Faden verloren. Ich wollte auf diesen Aspekt noch einmal eingehen, dass die Dinge eben nicht alle haram sind. Was? Ja, es ist irgendwas anderes. Fällt mir gleich ein, inshallah. Kennt ihr dann plötzlich, Faden ist weg. Ja? Hätte ich mal diese Prediger nicht erwähnt. Ja? Das ist auch alles haram. Ja. Gut. Wird mir inshallah ta'ala gleich einfallen. Aber vielleicht nur sozusagen eine Sache, ein schönes Dua, was wir auch in diesem Rahmen haben. Ja? Und was, subhanallah, ja, bei einer der wichtigsten Ibadat überhaupt aufgesagt wird. Nämlich beim Tawaf. Während ich die Hajj mache. Wo ich im Ihram-Zustand bin. Das heißt, ich habe mich von der Dunya getrennt. Ihram heißt, ich verbiete mir Dinge, die eigentlich erlaubt sind. Und was ist dieses Dua, was ich zwischen dem Rukn al-Yamani und dem Rukn al-Hajar al-Aswad, also diesen beiden Ecken
ja, der sozusagen rechten Ecke und der Ecke des schwarzen Steines aufsage, welches Dua sage ich da auf? All diejenigen, die jetzt die Umrah schon mal gemacht haben, müssten das wissen. Ja, so halb. Ah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar. Subhanallah. Vor der Kaaba. Mit weißer Kleidung. Losgelöst von der Dunya. Bitte ich Allah erst einmal um die Dunya. Das ist schon merkwürdig, oder? Ja, das ist wirklich merkwürdig. Das zeigt nochmal, ja. Allah will dir die Dunya nicht verbieten. Er will dir nur, oh, ah, es ist mir eingefallen, was ich sagen wollte. Allahu Akbar. Ja. Und zwar, ja, inwiefern, ja, die sozusagen Dunya in Verbindung mit Religion zur Erfüllung führt und allein die Dunya nicht zur Erfüllung führen kann. Nur am Beispiel dieser Sache, die wir gerade genannt haben. Und zwar, wenn wir von Zina reden. Von Zina, oder ihr verbindet. Sehr verbreitet. Zina ist eine Sache, wo ich in dem Moment vielleicht meine Begierde stille. In dem Moment, wo ich Zina begehe, stille ich dieses niedere Bedürfnis. Tamam. Aber bin ich danach wirklich erfüllt? Selbst wenn ich jetzt sagen sollte, ich habe, weiß ich nicht, Islam ist mir egal, selbst als Nicht-Muslim, bin ich dann wirklich erfüllt? Oder ist es nur für diesen einen Moment? Und wie ist es, wenn ich eine Partnerin habe, unabhängig davon, ob jetzt sage ich mal, das hat jetzt mit Islam nichts zu tun. Ich habe eine Partnerin und wir binden uns durch Ehe oder auch nicht Ehe. Wir sind aber gebunden aneinander. Wir sind uns treu. Und wir bilden eine, gründen eine Familie. Und haben dann im Rahmen dieser Partnerschaft, dieser Ehe, dann unser Bedürfnis gestillt. Wer ist erfüllter? Derjenige, der, weiß ich, wie viele Partnerinnen hat. Und dann in diesem Moment sagen kann, oh, ich hatte so viele Frauen schon gehabt. Und damit angibt und glaubt, das wäre etwas Besonderes. Oder derjenige, der vielleicht nur eine Partnerin hat, aber mit ihr alt wird, eine Familie gründet. Wer ist erfüllter? Erfüllter ist derjenige, der mit einem Menschen durchs Leben geht, eine Familie hat. Warum? Weil es sind diese menschlichen Beziehungen, diese innigen Beziehungen, die nachhaltig sind, welche einen Menschen am Ende glücklich machen. Und nicht diese schnell wechselnden Beziehungen. Da hast du für diesen Moment etwas, ja. Aber es ist nichts, was wirklich zu Glückseligkeit führt. Und ich hatte euch das schon mal gesagt gehabt, es gibt eine Langzeitstudie, die wurde über 80 Jahre gemacht, wo geprüft wurde, was wirklich zum Glück führt. Und subhanallah, das sozusagen, was wirklich zum Glück führt, sind diese menschlichen sozialen Beziehungen. Ne? Das andere ist einfach nur für diesen Moment Glück. Genauso wie Leute, die im Lotto gewinnen. In dem Moment bin ich glücklich. Ein paar Tage später ist das Glücksgefühl wieder weg. Das ist keine Glückseligkeit. Das ist nur was? Glücksmomente. Nicht mehr und nicht weniger. Aber es ist nicht wirklich etwas, was sich erfüllt in deinem Leben. Und deswegen, Geld kann niemals glücklich machen. Sünden können niemals glücklich machen. Aber Halal, das macht glücklich. Wenn ich Geld habe, es Halal erworben habe und dann andere daran teilhaben lasse, es für gute Dinge ausgebe, das macht mich glücklich. Wenn ich eine Partnerin an meiner Seite habe, oder einen Partner, dem ich vertrauen kann, der mir vertrauen kann, wo wir eine Familie gründen, mit allen Höhen und Tiefen, das macht mich nachhaltig glücklich. Und das müssen wir verstehen. Diese Dunya blendet uns. Wir sehen immer nur auf Instagram diese ganzen Sachen. Menschen, die anscheinend glücklich sind, weil sie viel Geld haben, weil sie Äußerlichkeiten zeigen. Sie sind nicht wirklich glücklich, diese Menschen. Es ist nur eine Momentaufnahme. Wir hatten am Wochenende, am Sonntag, hatten wir ein sehr gutes Seminar gehabt von unserem Bruder und Psychotherapeuten Emin Lusuf. Ich weiß nicht, war jemand von euch da gewesen von hier? War jemand in der Taiba-Moschee? Okay. Er hat auch etwas sehr Wichtiges gehabt. Ich habe danach mal mit ihm gesprochen. Und zwar, er hat gesprochen, dass auch Influencer bei ihm in Behandlung sind. Ich habe ihn dann auch mal gefragt, er meinte, subhanallah, das sind Leute, der nennt natürlich keinen Namen, ist klar, ja, darf er auch gar nicht, will ich auch gar nicht wissen. Es geht aber erstmal allgemein um was? Um Menschen, die ja, sich irgendwo ablichten, das Bild hochladen und so tun, als wären sie unglaublich glücklich, aber all das nur gestellt ist. Das sind, er meinte, es sind teilweise Leute, die sich gegenseitig bespucken, aufs Übelste beschimpfen, aber dann nur diese Momentaufnahme machen und die Leute denken, oh, guck mal, die sind so glücklich.
Oder jemand, der zeigt sich mit seinem Ferrari oder weiß ich nicht was, den er vielleicht sogar nur gemietet hat, ja? Ja? Und denkt dann, oh, und dann die Leute sehen das, oh, aber wie reich der ist, er ist so glücklich, ja? Hat Frauen, hat Geld, was er will. Das ist nur eine Momentaufgabe. Das ist einfach nur gestellt, eine Pose. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist die Dunya. Genau das ist die Dunya. Wir haben die Geschichte von Qarun. Genau diese Geschichte. Qarun mit seinen ganzen Gefolgsleuten und seinem ganzen Vermögen. Die Leute sehen ihn und sagen, oh, wären wir doch so wie Qarun. Wären wir doch genau so. Und dann, subhanallah, was passiert? Allah Ta'ala, er lässt ihn im Erdboden verschwinden. Und dann sagen diejenigen, die gestern gesagt hatten, oh, wären wir doch wie er, Alhamdulillah, dass Allah Ta'ala uns davon bewahrt hat. Ja, Allah öffnet manchmal die Augen. Die Dunya blendet. Das müssen wir verstehen. Und jetzt Nuh alayhi salam, er will ihnen genau das aufzeigen. Religion bedeutet nicht, dass ihr auf die Dunya verzichten müsst. Ganz im Gegenteil. Wenn ihr die Religion richtig praktiziert, dann wird eure Dunya noch gesegneter sein als vorher. Und deswegen sagte er, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ich sagte, bittet euren Herrn um Vergebung, er ist ja allvergebend. Macht Istighfar. Und wohin führt der Istighfar? يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. So wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden. Subhanallah. Das heißt, euer Istighfar führt dazu, dass ihr mehr Segen in eurer Dunya habt, durch den Regen, der vom Himmel herabkommt. Wofür steht der Regen? Er steht für Gaben. Er steht für Reichtum. Er steht für mehr Nahrung, für mehr Essen, für mehr Wohlstand. Also Nuh alayhi salam, er zeigt ihnen auf, wenn ihr diesen Weg geht, dann werdet ihr nichts verlieren von der Dunya, ganz im Gegenteil, Allah Ta'ala, er wird euch noch mehr geben. So wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden. Und dann, alles was ihr wollt, alles wonach der Mensch strebt, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Und euch mit Besitz und Söhnen und Kindern unterstützen und für euch Gärten machen und für euch Bäche machen. Was will man mehr von dieser Dunya? Familie, Geld, ein schönes, weiß ich nicht, Haus mit einem Garten und einem Fluss. Also so stellt man sich das Paradies vor, subhanallah. Und dieses Paradies kannst du schon in dieser Dunya haben. Allein dadurch, dass du dich Allah subhanahu wa ta'ala zuwendest und Allah ta'ala um Vergebung bittest. Also wenn jemand möchte, dass Allah ta'ala ihm sein Leben erleichtert, was sollte er tun? Istighfar. Allah immer wieder um Vergebung bitten. Immer wieder zu Allah Ta'ala zurückkehren. Immer wieder sagen, ja Allah, vergib mir meine Sünden. Und seid ihr sicher, Allah Ta'ala, er würde den Weg schon in dieser Dunya ebnen. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Was ist mit euch, dass ihr nicht glaubt, von Allah würdevoll behandelt zu werden? Das ist eine Deutung. Es gibt noch eine andere Deutung, auf die wir gleich eingehen werden, inshallah Ta'ala. Also warum glaubt ihr, dass Allah gegen euch sein sollte? Das ist eine wichtige Frage. Warum sollte ich als Mensch glauben, dass Allah gegen mich ist? Er ist nicht gegen mich. Er ist für mich. Er hat mich erschaffen. Er will nur das Beste für mich. Er will, dass ich zu einem erfolgreichen Menschen werde in der Dunya und im Akhir. Das ist das, was Allah will. Und er kennt mich am besten und er weiß, was für mich gut ist. Das ist die eine Bedeutung. Die andere Bedeutung ist, was ist mit euch los? Das ist meine eigene Übersetzung, dass ihr gegenüber Allah Ta'ala keine Ehrfurcht habt. Dass ihr nicht ehrfürchtig seid. Dass ihr glaubt, ihr seid der Nabe der Welt und ihr bräuchtet nicht Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Und sie haben Allah nicht wirklich hochgeehrt, wie es sein sollte. وَالْأَرُضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Allahu Akbar. Und die gesamte Erde, ja, wird in seiner Hand sein am jüngsten Tag. Und die Himmel, sie werden zusammengefaltet in seiner anderen Hand sein. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. In seiner rechten sein. Natürlich Hand wieder hier, ja, im übertragenen Sinne.
Allah, der Gewaltige, der alles erschaffen hat, der Schöpfer dieses Universums. Ja, ich stelle mich gegen ihn. Wer bin ich eigentlich? Wer glaube ich eigentlich, wer ich bin? Ja, und das ist eine Sache, die ich mir auch immer wieder fragen muss. Ja, kann ich als kleiner Mensch, als kleines Geschöpf mich wirklich gegen den Plan Allahs stellen? Glaube ich wirklich, ich würde über Allah stehen? مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Wo er euch doch in Entwicklungsabschnitten erschaffen hat. Mit anderen Worten, ja, du warst erst einmal ein Samentropfen. Ja? Und dann bist du zu einem Embryo geworden und bist langsam herangewachsen. Du warst hilflos gewesen. Und jetzt, nachdem du zu einem erwachsenen Menschen geworden bist, glaubst du, du kannst dich gegen Allah stellen? Ja, das muss man sich ja vorstellen, wie hilflos wir sind als Menschen. Ja, dass ich überhaupt zu einem erwachsenen Menschen heranwachse, ist schon ein Wunder an sich. Und jetzt glaube ich, ich könnte mich über Allah stellen. Und jetzt sagt Nuh alayhi salam, er versucht ihre Augen zu öffnen. أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا. Seht ihr nicht, wie Allah sieben Himmel in Schichten übereinander erschaffen hat? وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Den Mond darin zu einem Licht gemacht und die Sonne zu einem Leuchtkörper gemacht hat. Okay, sehr interessant. Ja, dass Allah Ta'ala, ja, hier vom Qamar, vom Mond als Nur spricht. Ja, und von der Sonne als Siraj, als Leuchte. Weil der Koran, er zeigt ganz klar auf, ja, der Mond, er reflektiert das Licht. Während die Sonne die Leuchte ist. Die Sonne, wie es in einer anderen Ayah heißt, ist Diya, also die Leuchte, das leuchtende Licht, die Quelle für das Licht. Während der Mond nur Nur ist, das reflektierte Licht. Und Nuh alayhi salam, er macht sie auf all diese Geschöpfe Allahs aufmerksam und zu zeigen, was ist los mit euch? Wacht doch mal auf. Wallahu anbatakum min al-ardi nabata. Und jetzt kommen noch mal einige Beweise, um ihnen aufzuzeigen, ja, wir werden eines Tages auferstehen, genauso wie Allah Ta'ala uns aus der Erde erschaffen hat. Und Allah hat euch aus der Erde heranwachsen lassen. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. Hierauf wird er euch in sie zurückbringen und gewiss wieder aus ihr hervorbringen. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. Und Allah hat euch die Erde zu einer ausgebreiteten Unterlage gemacht. لِتَسْلُكُ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. Damit ihr auf ihr dahin ziehen könnt, auf Wegen als breiten Durchgängen. Mit anderen Worten, ja, Nuh alayhi salam erwähnt jetzt all die Gnaden, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala sie überhäuft hat, damit ihre Augen geöffnet werden. Und nachdem er das getan hat, ja, sagt Nuh alayhi salam, ja, folgendes, قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُ مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. Das ist ein neuer Abschnitt, den wir nächste Woche behandeln werden. Nuh sagte, mein Herr, sie haben sich mir widersetzt und sich jemandem gefolgt und sind jemandem gefolgt, dem sein Besitz und seine Kinder nur dem Verlust mehren. Ja, aber dazu dann inshallah ta'ala nächste Woche mehr. Das heißt, in diesem Abschnitt haben wir noch einmal auch Verstandesbeweise gehabt von Nuh alayhi salam dafür, dass es einen Gott geben muss, dass sie wieder auferstehen werden. Und auch noch einmal hat Nuh alayhi salam versucht, ihnen den Islam schmackhaft zu machen, aber sie haben all dies abgelehnt. Und dazu dann nächste Woche mehr, inshallah ta'ala. In dem letzten Teil von Surah Nuh gibt es nochmal sehr, sehr viele wichtige Lehren für uns, die wir dann nächste Woche ausführlich behandeln werden. Bi'iznillah azza wa jalla. Ja, wir schließen jetzt auch ab. Inshallah, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.